Der Feuerbrand in der Kathedrale Notre-Dame de Paris, das Ende des biblischen Projekts. Grüß dich Gott, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerin. Ich heiße Vyacheslav Zewald. Es ist hier kurz Zusammenfassung meiner Analytik, die ich über den Brandanschlag auf in der Kathedrale Notre-Dame de Paris gemacht habe. Das ausführliche Video findest du bei mir auf dem YouTube-Kanal Zewald.ru, wo du dieses über 40 Minuten lange Video auch dann findest. In diesem kurzen Video fasse ich die wesentlichen Punkte zusammen, was ich als praktisch jemand, der sich auch mit globalen Ereignissen beschäftigt habe, erkannt habe, was dieses Ereignis in Frankreich für uns Europäer bedeutet und was möchte uns die globale Elite aufzeigen. Grundsätzlich ist es folgendes, dass solche Ereignisse finden an bestimmten Tagen, dass diejenigen, die hinter den Ereignissen, also hinter den globalen Prozessen stehen, die über den Rothschilds und Rockefellers auch dann stehen, die solche auch Projekte initiieren, die wissen ganz genau, dass man Astrologie berücksichtigen muss, dass man auch dann die Esoterik berücksichtigen muss und viele weitere Wissenschaften, um ein größeres Ziel zu erreichen. Denn letztendlich, es gibt die 6 Prioritäten der Menschheitsführung, nach denen die ganze Menschheit regiert wird. Und die 22 Hierophanten, die aus Ägypten von tausenden von Jahren die Menschheit auf einen Irrweg durch die biblische Zivilisation geschickt haben, die sind durch ihre falsche Führung haben die uns als Menschheit in die Sackgasse geführt. Und um aus dieser Sackgasse rauszukommen, wollen sie nicht die Konzeption ändern, sondern die wollen ihre Macht aufrechterhalten, aber praktisch die wissen, wenn es weniger Essen auf der Erde gibt, gibt es auch dann weniger Ressourcenverschwendung. Und das ist für die das größte Problem, dass zu viele Ressourcen werden auf der Welt einfach verbraucht. Und wenn im Jahre 2001 World Trade Center, also die zwei Türme, gesprengt wurden, dann war das als Zeichen gesehen, dass die Ära des Kapitalismus zu Ende ist. Denn zum Beispiel ist ein drittes Gebäude auch in die Luft gegangen, von dem auch sehr wenig berichtet wurde. Doch diese zwei Türme, das war das Wahrzeichen des Kapitalismus. Und die Kathedrale Notre-Dame de Paris neben dem Kölner Dom ist das Wahrzeichen für die christliche Religion im nördlichen Teil Europas. Das ist das Herz Frankreichs neben dem Eiffelturm, wo Millionen Menschen weltweit besuchen. Ich habe mir selber auch dann im Jahr 2005 die Kathedrale angeschaut und ich kann dir sagen, energetisch gesehen war das ein sehr wichtiger Ort und wo entsprechende Energie gewesen war. Und die Kathedrale, die erbaut wurde Anfang praktisch des vergangenen Jahrtausends, dort war viel mystisches Wissen hineingearbeitet worden und die Kathedrale, übersetzt heißt sie zu der Heiligen Mutter, diese zwei Türme vorne, auch zum Vergleich nochmal die Türme auch in den USA, die spielen die Beine der Maria und stellen auch so die Beine dar, wo die Menschen auch dann reingehen, durch die Beine und du weißt auch, wo man durch die Beine reingeht. Und doch das Wesentliche, was mir aufgefallen ist, als von oben, wo man die Bilder gesehen hat und unter dem Video findest du weitere Informationen darüber, kannst du dir selbst all das, was ich erzähle, überprüfen. Du musst mir nichts glauben, sondern überprüf dich selber, sei kritisch, mach dir eigene Gedanken und sei auch praktisch, sei Selbstdenker und glaube nicht den offiziellen Medien, was sie da auch erzählen. Wie gesagt, nur reine Daten und Fakten, ohne aber ein tiefes Verständnis von dem, was dieses Zeichen von der globalen Elite für uns bedeutet. Und wenn dir diese Analytik hilft, ja, wenn du dir das angeschaut hast und du mit dem einverstanden bist, dann mach einen Daumen bitte nach oben, hinterlass einen Kommentar auch dann darunter und aber auch wichtig ist, verteile bitte diese Information weiter, damit möglichst viele Menschen darüber erfahren. Mit dem Brand in der Kathedrale Notre-Dame de Paris war das Wesentliche, das war der spitze Turm, ein Viererturm, wo ganz oben ein Engel stand und das ist zusammengestürzt. Und wenn du dir die Bilder gesehen hast, und wie gesagt, unter dem Video findest du weitere Links, dann sieht das Gebäude von oben wie ein Kreuz. Und ein brennendes Kreuz, wo ein Engel stürzt in die Feuerflammen, das ist kein gutes Bild.
und als symbolisch gesehen auch dann für die christliche Religion und letztendlich für Europa. Das heißt, irgendjemand möchte hier ein Feuerbad errichten in Europa. Und wieso und weshalb, das erzähle ich dir nochmal. Und dass der Tag 15.04. nicht umsonst ausgesucht wurde, dazu müssen wir uns in die Vergangenheit mal erinnern und anschauen, was waren am 15.04. Da brauchst du nur auf die Wikipedia reingehen und da haben mir aufgefallen drei wesentliche Daten. Der erste war am 15.04. wurde Abraham Lincoln umgebracht. Der US-amerikanische Präsident, der sich gegen die Sklaverei eingesetzt hatte. Und am 15.04. ist die Titanic abgesoffen. Und aus meiner Sicht war das auch ein schwarzmagischer Akt, also nicht die offizielle Theorie, daran glaube ich nicht, sondern irgendjemand hat bewusst diese Menschen geopfert. Doch falls du dir den Film angeschaut hast mit Leonardo DiCaprio, wo unten drunter man hat gesehen, das Volk und ein armer Volk hat gesehen, die sind am Absaufen, aber oben drüber die Elite hat noch gefeiert, die hat ein gutes Leben geführt. Und wie gesagt, hat von dem nichts mitbekommen. Genauso ist das, was wir auch in Europa jetzt erleben, wo das einfache Volk, in Anführungsstrichen, erkennt, es stimmt was nicht. Mit der Überfremdung Europas zum Beispiel, dass die Löhne weniger werden, ja, dass die Menschen mehr arbeiten müssen, auch für das Gleiche, wenn nicht weniger Geld und so weiter. Und diese Unzufriedenheit unten drunter im Volk wächst, aber der Elite, wie gesagt, die lebt ja nach wie vor in Saus und Braus und führt die Befehle der Globalisten aus. Und zwar, was den Austausch des europäischen Volkes auch dann angeht. Das ist ein längerfristiger Plan, der auch dann dahinter steht. Und das ist das, was die globale Elite auch vorgesehen hat. Also diese auch dann Schwarzmagier, deren Nachkömmlinge nach wie vor auf der Erde das Sagen haben. Die regieren die Menschheit durch solche Prozesse. Und wenn du dir in der Numerologie den 15.04.2019 zusammenrechnest, dann ergibt sich die Zahl 22. So ein Zufall ist es aber nicht. Genauso an diesem Tag hat nicht nur die Kathedrale Notre-Dame de Paris gebrannt, sondern auch die Al-Aqsa-Moschee. Und die Al-Aqsa-Moschee ist die drittwichtigste Moschee für die Moslems. Und früher war das eine Kirche. Im Jahre 530 wurde die eingeweiht, auch zu der Heiligen Maria. Zwei Kirchen zu der Heiligen Maria an unterschiedlichen und wichtigen Orten weltweit, also eine in Paris, die andere auf dem Tempelberg in Israel, brennen, zwar nicht in dem gleichen Ausmaß, doch wurden angezündet und das ist ein wichtiges Zeichen, dass irgendjemand möchte die Christen und Moslems aufeinander in ein Feuerbad bringen. Und das ist das, was die Globalisten auch dann vorhaben. Die Ära des Christentums für sie ist zu Ende. Das biblische Projekt wird runtergefahren und das ist das Zeichen mit dem Fall der Spitzturm sozusagen mit dem Engel. Sie wollen die Christen und Moslems in ein Blutbad auch dann schicken und dass sich manche in der islamischen Gemeinde gefreut haben darüber, dass die haben sich einfach zu früh gefreut, dass Notre-Dame de Paris brennt, denn sie werden einfach als Werkzeug missbraucht von den Globalisten für einen Bürgerkrieg hier in Europa. Und das ist ein Szenario, welches die Globalisten für uns in Europa wollen die uns schicken in dieses Szenario. Denn das Video von Rammstein, Deutschland, soll einfach aufzeigen, ja, wie sie erst die Vergangenheit Deutschlands sehen, als eine schwarze Frau, aber auch gleichzeitig die Zukunft. Die Zukunft wurde auch dargestellt schwarz. Und wenn wir das erkennen, dass die Globalisten sehen für uns die Zukunft schwarz hier in Europa, dazu meine ich in erster Linie auch dann die Umvolkung, die durchgeführt wird, aber auch gleichzeitig die Zukunft schwarz als solches, dann müssen wir das erkennen, das ist ein Tunnelszenario, wo man versucht uns praktisch in den Tunnel, ja, in Armageddon zu führen. So endet ja die Bibel. Wenn wir das erkennen, müssen wir uns aus diesem Tunnelszenario raussteigen. Wenn nicht, endet Europa in einem Armageddon, in einem Bürgerkrieg, ja, wo niemand was davon hat, in diesem Blutbad. Und wie können wir aus diesem Tunnelszenario raussteigen? Nur wenn wir praktisch komplett aus diesem christlichen
aus der biblischen Zivilisation aufsteigen und auf neue Gleise unsere Entwicklung schicken. Und zwar, der Geist steuert die Materie und aus meiner Wahrnehmung liegt die Zukunft Deutschlands und die einzige Rettung Deutschlands und Europas in dem deutsch-russischen Bündnis, für was viele Menschen auch dann gesprochen haben. Und der Anschlag in der Notre Dame de Paris, es sollte nochmals zusammenfassen, für uns in Europa aufzeigen, dass die Ära des Christentums ist zu Ende. Und es wird ein Feuerbrand auch dann entstehen, doch wir werden das über die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte sehen. Doch es ist ein sehr grausames Ritual, welches durchgeführt wurde. Nicht umsonst hat man vorher die Aposteln auch dann gerettet. Genauso auch dann die Krone Jesus aus dem Feuerbrand rausgeführt, doch die praktisch die Kirche als solches, ja, wurde vernichtet, und zwar in der Osterwoche, wo für die Christen einer der wichtigsten Feiertage neben Weihnachten ist, wo viele jetzt das morphogenetische Feld mit Trauergedanken und so weiter speisen werden, und das ist das, von was die globale Elite ganz genau weiß. Der Geist steuert die Materie und so über die Energie und solche Ereignisse, schwarzmagische Rituale, schicken die Europäer in einen Schlachthof. Wenn wir aus diesem Tunnelszenario aufsteigen möchten und wollen, müssen wir komplett aus diesem biblischen Szenario aussteigen, die sich auf das vorchristliche vedische Wissen beruhen, was unsere Vorfahren, die alten Kelten, Germanen, oder wie man auch dann für die Völker bezeichnet hat, gelebt haben, sich davon erinnern, das Leben praktizieren, in unsere Kraft kommen und unsere Aufmerksamkeit auf das deutsch-russische Bündnis zu richten, denn das ist das, aus meiner Sicht, das ist die Rettung Deutschlands und der ganzen Menschheit. Und falls du mit dieser Analytik einverstanden bist und dir das Video geholfen hat, mehr zu erkennen, mach einen Daumen nach oben, schreib unten drunter bitte, bis zum Schluss. Dann hast du das Video bis zum Schluss angeschaut, dann weiß ich auch, dass du das komplett angeschaut hast. Wichtig ist, verteile das Video weiter. Unter dem Video findest du weitere Informationen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann schau dir die komplette Analytik, meinen analytischen praktischen Beitrag, den ich darüber gemacht habe, den findest du bei mir auf meinem Kanal, den du auch abonnieren kannst und auch für weitere Informationen zu bekommen. Es war mit dir Vyacheslav Zeywald und wir sehen uns in weiteren Videos.